Ein Toter und mehrere Verletzte, das ist die traurige Bilanz eines tragischen Dienstagmorgens. Innerhalb kürzester Zeit mussten die Einsatzkräfte aus Hannover zu schweren Unfällen ausrücken. Gegen 3:30 krachte es zunächst auf der A2 Richtung Berlin in Höhe Lehrte. Der Fahrer eines Paketlasters erkannte offenbar durch Unachtsamkeit oder Übermüdung den langsamer fahrenden Sattelzug vor sich zu spät und rammte in dessen Heck. Durch den Aufprall geriet der vordere Laster außer Kontrolle, schleuderte nach links gegen die Betonwand am Mittelstreifen und wurde dadurch regelrecht hochkatapultiert. Der schwere Laster landete schließlich auf der Seite liegend auf der Betonwand. Beide Fahrer hatten aber Glück im Unglück, sie kamen mit leichten Verletzungen davon. Für die Bergung kam es für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Weitaus tragischer endete ein ähnlicher Unfall, der sich nur eine Stunde später im Bereich des Autobahndreiecks Hannover Süd ereignete. Ein Sprinterfahrer war offenbar ungebremst in das Heck eines Lastzugs geprallt, der gerade von der A7 auf die A37 abfahren wollte und daher die Geschwindigkeit verlangsamt hatte. Ja, hier sind also verschiedene Trümmerteile auf der Straße. Der Unfall hat sich allerdings hier vermutlich nicht ereignet. Der LKW-Fahrer hat nämlich gesagt, dass er schon einen Kilometer vor der Abfahrt einen leichten Knall gehört hat. Und dann ist ihm wohl hinten der Sprinter vermutlich draufgefahren. Ja, wir haben versucht, die Person noch zu retten im Sprinter. Leider war sie schon verstorben. Wir konnten also nur noch den Leichnam bergen. Auch in diesem Fall soll eine Übermüdung des Transporterfahrers zu dem tödlichen Unfall geführt haben. Laut Polizei gelten gerade die frühen Morgenstunden als besonders gefährliche Zeiten für Berufskraftfahrer, da dort die Gefahr der Übermüdung am größten sei. Ob Übermüdung aber wirklich zu den zwei schweren Unfällen rund um Hannover geführt hat, werden erst die Untersuchungen der Ermittler zeigen.